Oh, der macht ein bisschen mehr Schaden. Hallöchen, ihr Lieben. Und heute sind wir schon mal hier in der Base. Trotzdem möchte ich mal so ein bisschen einblenden, was wir heute uns anschauen werden in dem heutigen, in der heutigen Folge Monster Guide. Und zwar gucken wir uns einmal die Höhlenmoräne an, beziehungsweise in Englisch die Crab Snake, was ich finde, was auch deutlich mehr passt, da die so ein bisschen krabbenartig aussieht. Und dann gucken wir uns natürlich noch den Krabbenkalmar an, beziehungsweise den Crab Squid in Englisch. Ich finde irgendwie einfach die englischen Namen besser. Ich würde sagen, dann geht's jetzt mal los. Und natürlich fahren wir auch bei Tagesanbruch los, ist ja klar. So, und zwar die nette Crab Snake, die gibt es nur in einer einzigen Zone in diesem Spiel. Und das ist die Jelly Shroom Cave. So, an der Stelle mache ich mal ganz kurz einen kleinen Zwischenschnitt. Und zwar, um euch das mal wieder auf der Karte dann zu zeigen, wo ihr diese Monster findet. Hier ist die Crab Snake und die findet ihr, wie gesagt, nur an einer Stelle und die ist hier. Wenn ihr euch jetzt hier das ein bisschen anguckt, ich zoome mal ein bisschen näher gleich ran. Das sind so Höhleneingänge, werdet ihr im Spiel dann auch noch sehen. Und da ist die Jelly Shroom Cave. So, und nur dort findet ihr diese Dinger. Bei den Crab Squids ist es ein bisschen anders. Hier, die findet ihr hier im Grand Reef, wo es halt ein bisschen tiefer ist. Zeige ich euch aber auch gleich im Video. Dann findet ihr die hier in dieser Blood Kelp Zone. Ne, die kennt ihr ja eigentlich auch schon, wenn ihr denn fleißig die anderen Videos geschaut habt. Und im Lost River. Der ist jetzt hier auf der Karte gar nicht so eingezeichnet, aber ihr müsst euch vorstellen, das Grand Reef ist da an manchen Stellen ganz schön tief und da geht es in so eine Art unterirdischen Tunnel nochmal rein und das ist der Lost River. Also tue ich die mal hier einfach so hin, weil das verbindet auch manche Biome so miteinander. Und ja, das war's auch schon. Bis gleich im Video. Da waren wir auch schon mal und ich zeige euch auch gleich, wie man da am schnellsten und am einfachsten hinkommt. Und zwar nehmen wir hier vor der Aurora das Wrack als Bezugspunkt. Ziemlich easy. Werdet ihr gleich sehen. So, und fahren einfach nur von hier aus Richtung West-Südwesten. Und geb ihm. Dauert nicht lange. Dann seid ihr schon gleich am Ziel angekommen. So, wenn ihr jetzt hier runter guckt, da ist es schon. Da ist der Eingang zur Höhle des Grauens. Na, okay, so krass ist jetzt auch nicht. Tada! Und hier findet ihr die nette Crab Snake. Hallo? Ne? Na gut, okay. Ganz offensichtlich verstecken die sich hier in diesen ziemlich cool aussehenden pilzartigen Dingern. Na, sag mal. Wir gucken als erstes, was die der Seemotte für ein Damage machen. Gucken wir mal. Erstmal die Aufmerksamkeit. Hallo? Hallo? Ja? Ja? Ja, okay, okay. Mama slowly hier. Boah, guck euch das an. Okay. Nochmal, nochmal. Boah. Jetzt aber bitte nicht nochmal. Also ihr seht, dass die gar nicht so lange brauchen, bis die wieder angreifen. Das fand ich jetzt ganz schön heftig. Ich würde sagen, dann gucken wir doch mal, was die uns so für einen Schaden machen als Taucher. Also so immer so um die 20% müsst ihr rechnen, ne? Wenn die Seemotte angreifen. Und die greifen die anscheinend ziemlich schnell an. Also müsst ihr da wirklich ein bisschen aufpassen, dass ihr euch nicht erwischen lasst. Dann gucken wir mal, wie es den Taucher so ergeht. Warte mal. Ich brauche erst 100% Leben.
Hello. Okay. Naja. Sieht zwar krass aus, wie die so angreifen, aber ich habe jetzt irgendwie mehr erwartet. Ne? Das war es eigentlich auch schon zu den Crabsnakes bzw. Höhlenmuränen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ist denn das hier? Welchen Namen ihr da so besser findet. Die hätten es doch auch einfach im Deutschen so ein bisschen wörtlich übersetzen können, oder? Weiter geht es zu den Crab Squids, beziehungsweise krabbenartigen Krakenviechern. Und die sind auch hier ganz in der Nähe. Ich weiß allerdings jetzt nicht, in welcher Himmelsrichtung. Süd-Südwesten müssen wir. Dann geht es nämlich hier zu dem Grand Reef. Nee, das ist hier falsch. Crackfield, da wollen wir nicht hin. Aber hier ist schon richtig. Wenn ihr hier diese blauen Kugeln seht, nicht zu verwechseln mit der Balbsaron, das sind nicht dieselben Kugeln, die sehen anders aus. Hier müsst ihr euch direkt vor den Wapern hier in Acht nehmen, die gucken uns aber ein andermal an. So, dann. Die Beschreibung ist nämlich, dass die sich jetzt nicht nur im Grand Reef aufhalten, sondern im Deep Grand Reef. Das heißt, wir müssen ein ganz schönes Stückchen weiter runtertauchen, bevor wir da diesen krakenartigen Viechern begegnen. Also wir sind jetzt ein ganz schönes Stückchen weiter tiefer, aber ich glaube, dass die kommen auch gleich, die Viecher. Wir sehen die gleich. Ich glaube, da war gerade eins, ist und ist hinter. Ah, hier. Also, die sind im Verhältnis natürlich jetzt ein ganz schönes Stückchen größer. Also finde ich zumindest. Ja, das sind voll die Monsterviecher. So, wenn wir jetzt da mit der Seemotte dran schwimmen, kann ich euch gleich mal zeigen, dass man sich da ziemlich in Acht nehmen muss. Die haben nämlich eine Fähigkeit. Und zwar uns anzubeißen. Das meinte ich eigentlich nicht. Also die machen uns auch ungefähr 20% Schaden. Von dem aktuellen Ding. Ich meinte aber eigentlich was anderes. Die haben nämlich eine Fähigkeit, die für die Seemotte nicht ganz so cool kommt. Vielleicht machen die das, wenn ich draußen bin. Und jetzt gucke ich nochmal, wie viel Schaden sie mir machen. Bin mal gespannt auf das erste Viech, was einen einfach mal killt. Das ist auch wieder so ein lächerlicher Schaden, ey. Ein übelstes Monster und dann. Oh, der macht ein bisschen mehr Schaden. Jetzt habe ich das Licht angemacht und jetzt hat es das gemacht. Krass. Mach nochmal. Wenn ihr euch davon treffen lasst, ist für eine Weile die Elektronik der Seemotte außer Gefecht gesetzt. Ah ja, jetzt haben wir's. Habt ihr gesehen, ja? Licht ist kurz aus, aber ich glaube, man kann auch normal weiterfahren. Ja, tatsächlich. Nur das Licht geht aus. Okay. Und wahrscheinlich halt alle anderen elektronischen Sachen gehen wahrscheinlich auch nicht. Okay. Nächste Stelle, wo es die hier zu finden gibt, sind die Bloodkelp Zones. Ja. Aber hier im Grand Reef haben wir noch einen direkten Übergang zum Lost River. Und da findet man die halt auch. Und zwar ist das hier, seht ihr ja schon hier, so ein bisschen grünlich. Und genau das ist auch der Lost River. Wenn wir jetzt hier lang fahren, sind wir schon im Lost River und hier sind aber auch die Viecher.
Hier, ne? Das gehört so ein bisschen mit dazu noch. Suchen wir noch mal ein bisschen im Lost River, ob hier noch mal eine Stelle ist, wo die sind. Und ich glaube, es gibt eine. Ich glaube, hier kommt noch mal eine Zone, wo es die Viecher tatsächlich... Ich glaube, hier ist das. Hier müsste es diese... Ich habe da schon eine gehört. Genau, hier ist auch so ein Übergang, ne? Blood Kelp Zone und Lost River. Aber hier müssten die eigentlich sein. Ah, hier. Leider ein bisschen verbuggt in dem Ding drin, aber ihr seht's, es ist nicht mehr in der Blood Kelp Zone, sondern... Oh, jetzt hat's mich erwischt hier. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwie gepatcht worden ist. Ach ja, ne? Also ihr seht's im Lost River und dann halt auch, wie ihr gerade eben da gesehen habt, da gibt's sie auch weiterhin noch in der Blood Kelp Zone und da müssen wir, wie gesagt, jetzt nicht mehr hingehen. Ich würde sagen, das Video ist jetzt mal lang genug und hiermit hört dieser Monster Guide auf. Krabben, Mutanten sind einfach ein bisschen eklig im Game und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis denne.